Der große Krieg ist seit über 2 Jahren vorbei und für das britische Empire scheint ein neues Zeitalter eingeläutet. Die zweite Industrialisierung schreitet voran, es brodelt in Nordirland und politischer Wandel ist spürbar. Selbst das Wahlrecht für Frauen scheint heutzutage möglich. Im Süden Englands liegt die kleine Hafenstadt Bournemouth, deren Fischer, See- und Handelsleute von der Mechanisierung bisher eher unangetastet geblieben sind. Und mit dem Wandel bleibt auch der Wohlstand von Bournemouth fern. Die Kriminalität wuchert, wird immer organisierter und beginnt langsam auch das bürgerliche Leben zu zerfressen. Neben neuen politisch verordneten kulturellen Angeboten soll auch Scotland Yard in der Stadt für mehr Zivilisation sorgen. Doch statt zuschnappenden Handschellen hört man seit ihrem Eintreffen nun von den ersten vermissten Fällen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Platonic Pals, hier bei unserem Abenteuer Bournemouth's Remedy Bunch. Mit mir am Tisch sind meine fantastischen Spielenden, einmal die liebe Lizzie, der liebe Elias und zu meiner Linken die liebe Jules. Und wir spielen das Abenteuer Bournemouth's Remedy Bunch. Es ist September 1921, Samstag, in der Hafenstadt Bournemouth im Süden von England. Es ist gerade Markt, wie jeden Samstag auch, und das Wetter ist ein bisschen diesig, es hat wahrscheinlich in der Nacht geregnet, aber es ist noch vergleichsweise warm, gerade für den Süden Englands. Normalerweise sind hier auf dem Marktplatz beinahe alle Anwohnerinnen und Anwohner, denn es gibt einmal in der Woche alles, was man braucht und auch teilweise noch mehr. Es gibt Obst, Gemüse, Fleisch, Brot, Süßigkeiten, Stoff, Werkzeuge, Schmuck, Kleidung, Tabak und Alkohol. Und Freunde und Bekannte machen untereinander vielleicht Freundschaftspreise und es ist ein reges Treiben auf dem gesamten Marktplatz. Da man ja alles bekommt, ist es hier recht voll und auch aus ein paar umgebenden Dörfern kommen einige Leute hierher, da es aus aller Welt Waren gibt. Alle Straßen, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen so, die zum Marktplatz führen, sind von immer 2 Polizeibeamten der hiesigen Polizei, werden patrouilliert und einige sogar noch hinzukommen vom Scotland Yard. Der Commissioner der hiesigen Polizei, der Commissioner Jameson, der patrouilliert mit einem kleinen Trupp über den Markt und schaut immer wieder so, ob alles seine rechten Dinge geht. Und in einer Ecke auch immer wieder von dem patrouillierenden Polizeibeamten sich quasi so ein bisschen wegdrehend, ist ein junger Mann, der wahrscheinlich gerade mit seinem Messer spielt. Beschreib dich mal, wie siehst du denn aus? Ja, ich bin Jimmy Rutherford. Und ich bin 37 Jahre alt, bin etwas breiter gebaut, fast schon etwas dicklich. Ich bin gezeichnet vom Krieg und bin flink mit dem Messer, denn man nennt mich auch Jimmy den Schnitzer. Ich schnitze gern, aber ich bin manchmal auch Jimmy der Schlitzer, weil ich schlitze auch gern. Und was machst du gerade so wahrscheinlich auf dem Wochenmarkt? Auf dem Wochenmarkt bin ich wahrscheinlich gerade am Schauen, ob es irgendwo was zu klauen gibt oder irgendwo was zu verkaufen gibt. Ja, du siehst auch tatsächlich, also du stehst in der Nähe der Schmuckstände und da ist natürlich auch haben alle die Leute mal ein bisschen mehr Auge auf ihre Waren. Aber da sind auch so ein paar, so an den Ecken der Auslagen siehst du so ein paar Schmuckstücke, die vielleicht man bekommen könnte, wenn man eine gewandte Hand hat. Ja, dann würde ich doch mal probieren, da was mitzunehmen. Alles klar, dann kannst du einmal eine Probe auf Taschendiebstahl machen. Auf Taschendiebstahl? Oder auf Diebstahl oder auf... Habe ich eine 48. Ja, dann würfel doch einmal in unserem schönen Würfelset und dann nimmst du deine... Genau, die beiden. Genau, du willst jetzt unter deinen Wert 48 kommen. Schauen wir doch mal, ob das klappt. Oh Gott, die erste Probe. Ja, das sieht ganz schlecht aus. 93. Das ist eine 93. 93 und ja, leider ganz unbeholfen stolperst du, es ist auch sehr voll auf dem Wochenmarkt, stolperst du so gegen den Tisch und willst du nehmen, aber da schaut dich eine, mit einem sehr spitzen Gesicht, spitze Nase, spitzes Kinn, eine Frau auch sehr zugeknöpft anzusagen, ey junger Mann, was machen Sie denn da? Ja, ich will nur schauen, ich guck hier. Ja, aber schauen macht man nicht mit den Händen, die Hände hinter den Rücken. Alles klar. Verdammt nochmal. Und machen Sie bitte einen Schritt weg. Also, wenn Sie was kaufen wollen, dann sprechen Sie mit mir, aber nicht so nah an meinem Tisch. Ist das in Ordnung? Alles klar. Alles gut. Alles klar. Und dieses laute Schreien oder laute Rufen der Frau hört auch ein kleiner Waisenjunge, der
sich auch auf dem Marktplatz rumtreibt. Beschreib dich mal, wie siehst du denn aus? Ja, ich bin Jack Williams und ich bin ein ziemlich kleiner, schmächtiger Junge mit abgefetzten Klamotten, die mir natürlich auch alle viel zu groß sind. Denn das Waisenhaus, in dem ich wohne, hat natürlich kein Geld. Das heißt, ich muss mir meine Klamotten zusammenklauen oder sammeln, natürlich. Und auf dem Wochenmarkt bist du wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund wie... Ich bin aus einem ähnlichen Grund. Ich versuche, mir Gut zu erhaschen, zu klauen. Mhm. Wo bist du da so unterwegs? Also was sind so deine... Bist du auch Schmuck oder eher weniger Wertvolles? Ich bin weniger beim Schmuck unterwegs, da man mir nicht abkauft. Natürlich nicht, dass ich wertvolle Dinge besitze. Mhm. Deswegen bin ich eher beim Essen unterwegs, um über den Tag zu kommen. Okay, also du bist so bei den Essensständen, die sind so in einer Ecke. Da gibt es zwei Fleischerstände, aber auch Fischstände, Brot- und Obst- und Gemüsestände, große. Ja, du kannst natürlich gerne versuchen, dort auch etwas zu klauen, wenn du möchtest. Ja. Was beliebt es denn, Jack? Süßigkeiten. Ja, es gibt einen kleinen Stand, das ist von einer Bäckerei, die auch Süßigkeiten verkaufen auf dem Marktstand. Zählen mit zu den feinsten vom südlichen England, also sehr, sehr lecker und magst auch sehr gerne. Kannst du gerne mal auch eine Probe auf Diebstahl machen? Ich habe eine 78. Dann versuchen wir mal unter eine 78 zu kommen. Eine 71. Eine 71. Du schaffst es also, du gehst also so ganz leger an diesem an Stand vorbei und du hast es schon mal besser hinbekommen und du kriegst es auf jeden Fall hin, dir so zwei, drei Bonbons und einen Lutscher so einmal so einzustecken und so in die Tasche und so pfeifen weiterzugehen. Mhm. Und als du so weitergehst, kommst du auch an einem Stand vorbei, wo eine junge Frau steht, die dort was verkauft. Ich bin Gemüseverkäuferin. Mhm. Und die Frau sieht wie aus? Beschreib dich mal einmal. Ich bin 28, eine drahtige Frau, die nicht zu viel im Leben sich gönnt, aber halt eben stolz ist auf das, was sie gerade geschaffen hat. Ich verkaufe Gemüse. Ich bin mir sicher, dass es das sehr gutes Gemüse ist, dass ich da eine hohe Qualität habe. Und ja, versuche meinen Lebensunterhalt gerade zu bekommen. Mhm. Du siehst auch den kleinen Jack, den du auch schon mal gesehen hast. Mhm. So, du siehst gerade, wie er vom Süßigkeitenstand weg und sich so ein bisschen in der Menge wieder versucht unterzutauchen. Mhm. Aber da kommt auch schon eine erste kaufende Person zu dir. Ich denke, du bist nicht alleine an dem Gemüsestand, sondern hast auf jeden Fall noch Gehilfen. Entschuldigen Sie, junge Frau, haben Sie denn hier auch gute Karotten? Ja, natürlich, wir haben die besten der Stadt. Wir haben hier verschiedene, wir haben orangene Karotten, wir haben aber auch welche, die aus dem Norden Englands stammen, rot. Die aus dem Norden Englands sind rot. Was ist der geschmackliche Unterschied? Sind die süßer oder sind die eher herber? Ja, in der Tat. Wir haben hier die etwas knackigeren Orangenen und die eignen sich eher für eine Suppe, um eine leichte süße Note reinzubekommen. Ja, für die Suppe, davon würde ich gerne mal, ich würde mal sagen, 2 Pfund nehmen. Wie viel wäre das denn? Das wären 50 Schillinge. Alles klar. Und sie gibt dir einmal 50 Schilling, du kriegst also 50 Schilling mehr und sie sammelt sich die Karotten ein und du siehst, dass sich hinter dem, der jungen Frau, so ja, Mitte 40 war die ungefähr, eine andere Frau durchdrängt mit so zerzaustem Haar und so: Entschuldigen Sie, haben Sie meinen Sohn gesehen? Mein Sohn, ein kleiner Junge, dunkle Haare, ein gelbes Hemd. Er war gerade noch an meiner Hand. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Nein, den habe ich nicht gesehen. Vorne war vorhin eine kleine Gestalt. Nein, also er war die ganze Zeit an meiner Hand und er wusste, dass wir hier Gemüse holen sollen. Ist er vielleicht schon vorgerannt? Ich kann mit meinen Kollegen sprechen, ob die den gesehen haben. Ja, okay, bitte, er haut sonst eigentlich nie ab. Und du siehst wirklich, so, ihr laufen so schon langsam die Tränen runter. Sie scheint sehr besorgt um ihren jungen Sohn zu sein. Und als du dich zu deinem Kollegen umdrehen willst, hört ihr alle plötzlich aus der Mitte des Marktes einen lauten Schrei, ein lautes Schreien einer Frau, die aufschreit und um die Frau bildet sich ein Menschenpulk und es ist: Ah! Oh mein Gott! Der Commissioner! Der Commissioner ist tot! Und um diese schreiende Frau bildet sich eine Menschentraube und ihr merkt auch alle, dass da so die Leute auf jeden Fall hingezogen werden. Was tut ihr? Ich bin sehr interessiert, aber ich habe auch Angst, dass ich meine Arbeit verlasse. Ich versuche, meine Kollegin zu überreden, dass sie da bleibt und ich dahin gehen. Ja, dann mach das doch. Also du kannst sie gerne einmal ansprechen.
Würdest du kurz hier bleiben? Oh, ich weiß nicht, ich bin so selten beim Stand alleine. Du schaffst das schon, gerade will eh niemand was kaufen. Ja, mach mal eine Probe auf Überreden. Ich habe eine... Oh, eine Null. Ich bin sehr erfolgreich. Ja, okay, alles klar. Dann, das ist wahrscheinlich auch wichtig. Dann schau mal, was da vorne los ist. Ich erzähle gleich, was ich gesehen habe. Okay, du machst dich also auf den Weg zum Menschen. Zum Menschen. Ist das eine 100 dann? Nee, es ist 0, 0 und 0. Ah, das ist korrekt. Das ist eine 100, ja. Oh, ich dachte mit der 10 und der 0, 0, 0 wäre das... Ah, oh, dann bin ich nicht so gut. ich muss da bleiben. Ich weiß nicht, also... Das war aber komm bitte... Du kannst ja nur den einen Schritt vor, aber bleib bitte, ich will auf jeden Fall in Rufweite bleiben. Geh nicht so weit weg, das traue ich mir ja noch nicht zu. Ich bin ja auch erst neu. Also du kannst kurz wegtreten, aber sollst noch nicht hingehen. Okay. Was sind ihr beiden? Ja, ich gehe natürlich in die Menschenmenge, denn da gibt es natürlich immer gut mal was einzustecken. Mhm. Und in der Menschenmenge kann man gut untertauchen. Ich wurde ja fast erwischt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ist eine gute Taktik. Ich gehe natürlich zu den Ständen, wo kein Marktarbeiter mehr ist und klaue mir natürlich ganz viel Essen, Brot, Wurst, Käse, ein bisschen was. Es gibt so ein paar Stände, wo jetzt wirklich gerade niemand ist, wo scheint irgendwie der Nachbar oder die Nachbarin darauf aufzupassen. Aber das sind dann auch eher so die, wo es wirklich dann nur das Brot gibt, dann auch nicht das Allerbeste, die dann so sagen, ja komm, da kann ich jetzt mal kurz drauf verzichten. Aber ihr beide begebt euch in die Menschenmenge. Und ihr seht tatsächlich, dass sich so ein Kreis gebildet hat. Das ist auch direkt in der Mitte des Marktplatzes, das ist so ein Brunnen. Und direkt davor seht ihr auch einen leblosen Körper liegen, der eine Polizeiuniform trägt. Und du bist ein bisschen näher, deswegen siehst du auch, ja, es ist auch scheint das kantige Gesicht vom Commissioner zu sein. Aber da sind auch schon direkt zwei Polizeibeamten, die ein weißes Tuch über ihn legen. Und ihr seht den Captain des Scotland Yard, einen beleibten, vergleichsweise jungen Mann mit ungefähr Anfang 30, der sich auf so ein kleines Podest stellt, das direkt neben dem Brunnen ist, so ein Podest, wo eigentlich so eine Statue drauf ist, aber die ist abgebrochen, da stellt es so drauf. Einmal bitte Ruhe, hier ist überhaupt gar nichts zu sehen. Und er holt so ein Taschentuch raus und tupft sich so die Stirn. Also, es ist alles in bester Ordnung und unter Kontrolle. Es ist überhaupt gar kein Problem. Wir kümmern uns sofort darum. Also, wir haben zwar gar keine Zeit und sind auch eigentlich selber komplett ausgelastet, aber... und dann werden die Rufe aus der Menschenmenge werden schon ein bisschen böse. Und es ist so, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Toter Polizist. Der Täter muss gefasst werden. Und so, ja, wir machen uns sofort daran, wir würden aber natürlich auf die Hilfe aus der Bevölkerung uns, würden wir uns sehr darüber freuen und würden wir annehmen, ich setze auch einen Kopf, kann ich so eine Dreh zu einem Polizeibeamten, der direkt neben mir steht, kann ich einfach ein Kopfgeld, ja, okay, also ich, ein Kopfgeld von 100, und er schaut so in die Menge und ein paar drehen sich schon so gelangweilt, 1000 Pfund aus für alle Leute, die helfen, den Mörder von dem Commissioner zu finden. Und er nimmt so wieder ein zweites Stofftaschentuch und wischt sich so einmal durch die Stirn. Oh mein Gott, verdammt nochmal. Und dreht sich zu seinen Polizeibeamten und unterhält sich mit diesen. Und es geht so ein bisschen Getummel los. Mhm. Du kannst das Getummel einmal nutzen und versuchen, dir noch ein bisschen was zu essen zu holen. Mhm. Mach doch noch eine Probe auf Diebstahl. Mhm. 21. Eine 21 war also auch sehr gut. Und ja, du stehst gerade an so einem Stand, wo es mittelgutes Brot und so Wurst von vielleicht sogar von gestern gibt. Aber du nimmst jetzt auch so ein bisschen was, so in so einer kleinen Tüte, und nimmst es so ein und steckst es ein. Kannst du auch aufschreiben, hast jetzt ein kleines Stück Brot dabei. Und ihr zwei habt das natürlich alles mitbekommen. Mhm. Laut Deutsch. Du hast es nur so von der Ferne gesehen, aber hast es auf jeden Fall gut gehört. Ja. Was tust du denn? Ich bin sehr interessiert an diesen 1000 Pfund. Das wäre für mich mehr, als ich in einem Monat verdiene. Deswegen, vielleicht sogar mehr als in einem Jahr. Das ja. Und ich sehe aber auch die Schwierigkeit, das alleine zu schaffen. Ich schaue mich um, wer auf dem Marktplatz ist, und würde schauen, ob ich vielleicht jemanden mit einem Messer entdecke. Ja. Was macht nichts damit zu tun. du hast es ja auch alles mitbekommen. Du siehst, dass es sich jetzt so ein bisschen auflöst. So ein paar Schaulustige stehen noch da. Ein paar gehen auch direkt zum Captain selber und reden auf ihn ein oder fragen ihn.
Was tust du? Ja, da ich natürlich auch ein wenig Angst habe, beschuldigt zu werden, weil ich natürlich schon auch ein Messer in der Tasche habe, gehe ich jetzt nicht direkt zum Scotland Yard, dem Humphrey, sondern ich überlege mir natürlich 1000 Pfund. Das sind, wenn man überlegt, in einer Fabrik arbeitet, ist der Tageslohn nicht höher als ein Pfund am Tag. Das heißt, das wäre weitaus mehr, als man in 2-3 Jahren dort verdienen könnte. Damit könnte ich mir natürlich meinen großen Wunsch erfüllen, mir einen eigenen Laden aufbauen. Ich bin natürlich sehr interessiert und ich überlege auch schon, wer könnte das sein? Wer hat ein Interesse daran? Was für Interessensgruppen gibt es, die den Commissioner irgendwie loshaben wollen? Ich schnapp natürlich ab und an auch mal was auf und habe da schon so meine Ideen vielleicht. Hast du sowas wie, auf jeden Fall sowas wie Gassenkunde oder irgendwie und Wissen unter den Gangs oder hast du da irgendwie sowas als Talent? Ja, ich habe ja zum Beispiel hier mein Milieuverhalten. Ja, dann machen wir eine Probe auf Milieuverhalten, aber um 5 erschwert, weil es jetzt nicht direkt das ist, genau, sondern so Verhalten. Also um 5 erschwert. Da habe ich 45, also 40. Ja, also ich habe leider dann nicht. Ja, du hast nicht wirklich was gehört. So klar, es gibt immer wieder Leute, die der Commissioner sich zu Feinden macht, gerade in den größeren Gangs, aber dass man den jetzt umbringt, das ist schon meistens mit mehr Schuld, also Schuldzuweisung und auch mit mehr Hustle verbunden als mit dem, mit dem Nutzen. Aber ich versuche natürlich trotzdem, meinen Kopf anzustrengen und will auf jeden Fall rausfinden, wer das ist. Also du stehst da so ein bisschen abseits und schaust dir das Ganze erstmal an und überlegst. Ja. Ja, du siehst also einen Mann, der sehr überlegend aussieht und vielleicht hat er was mit der Sache zu tun, schwer zu sagen. Hast du dein Messer in der Öffentlichkeit bei dir und spielst damit rum oder eher nicht? Gerade eher nicht, weil ich wurde ja beim Clown fast erwischt und bin da gerade, versuche ich mich normal zu benehmen. Ja. Aber man sieht mir vielleicht an meiner Statur und meinem gezeichneten Aussehen vielleicht auch an, dass ich nicht gerade nur auf dem geraden Weg unterwegs. Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen runtergekommen mit Klamotten und so. Also du siehst den, vielleicht hat was zum Tun, vielleicht weiß er was darüber. Ja. Und er steht. Kann ich ihn fragen? Natürlich. Würde ich versuchen. Also ich sprich ihn erst einmal an. Entschuldigen Sie. Ja, ja, ja. Haben Sie mitbekommen, was da passiert ist? Ja, ich habe es auch aus der Ferne gehört. Da wurde der Commissioner erstochen und es wurde ein großes Kopfgeld ausgesetzt. Was haben Sie noch mehr mitbekommen? Ich habe eine Frau gesehen, die ihren Sohn vermisst hat, aber ansonsten habe ich heute Morgen nichts Unauffälliges gemerkt. Wie war diese Frau? Sie war sehr aufgeregt und hektisch. Ich kann mir nicht vorstellen, sie hat von einem kleinen Jungen geredet. Das kann doch kein kleiner Junge machen. Nein, das muss eine größere Tat gewesen sein. Vielleicht. Der Commissioner hat viele Feinde, aber wer genau, weiß man nie. Ich habe da manchmal einen kleinen Jungen. Vielleicht hat der was erfahren. Wenn er heute noch an meinem Stand vorbeikommt, kann ich ihn vielleicht fragen. Ah, Sie sind öfter hier. Ja. Ah, gut. Er wollte da vorne an dem Stand. Immer gut zu wissen. Ich bin sehr interessiert an dem Kopfgeld. Ja, du hast wieder so ein bisschen unter die Menge gemogelt. Und du siehst das, also vielleicht hast du ein, zwei Mal hingeschaut, aber siehst, dass Hazel Carter nicht an ihrem Platz steht. Mhm. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber in dem, also schon, jetzt, ja, du siehst es halt, also wenn du hinschaust. Tust du irgendwas? Ich habe natürlich auch gehört, man hat es natürlich gehört, es wurde sehr laut geschrien, dass da ein gewisses Kopfgeld drauf ausgesetzt wurde. Und für mich ist das natürlich eine undenkbare Summe. Und natürlich bin ich natürlich auch interessiert, aber da ich auch gesehen habe, dass Hazel nicht da ist, wollte ich sie suchen und schauen, warum sie denn da hingegangen ist. Mhm. Was genau passiert ist, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gehört, da gibt es Geld. Ja, also wenn du so den Blick über den Markt schweifen lässt, dann siehst du auf jeden Fall das Haarband oder das Tuch, was sie um den Kopf gebunden hat, recht schnell. Mhm. Und siehst, dass sie da mit einem Mann steht, den du noch nie gesehen hast. Mhm. Kann ich sie auch entdecken? Du kannst versuchen. Also ich denke jetzt nicht, dass du versuchst, dich ganz öffentlich so hinzustellen, hier bin ich. deswegen hast du irgendwie sowas wie finden oder erkennen.
könnten mit der Hellhörigkeit arbeiten. Ja, das kannst du versuchen, aber machen wir um 10 erschwert, weil das ist jetzt schon was anderes als hellhörig. Und das schaffe ich leider nicht. Ja, also es ist gerade einfach zu viel los. Du bist ja gerade im Gespräch mit ihm. Ja. Du siehst jetzt Jack nirgendwo rumtigern. Ja, aber ihr seht auch, dass jetzt auf jeden Fall Leute, die gerade noch mit dem Captain gesprochen haben, das ist so eine Gruppe von 3 Leuten, eine Frau und 2 Männer, recht bullig alle gebaut. Die haben alle so sehr schlichte Klamotten an, also so beige Oberteil und dann so eine graue und braune Hosen. Sehen ganz simpel aus. Und eine Person davon hat so eine, wahrscheinlich Wolfs- oder Hundepfote, irgendwie so wie so ein Glücksbringer an der Hose. Und die haben gerade mit dem Captain gesprochen und drehen sich jetzt um und gehen in eine Richtung des Marktes. Das seht ihr gerade. Wollen Sie nicht noch mit den Herren da vorne sprechen? Ja, das sieht mir ganz aus, als könnten das welche von den Greyhounds dann sein. Mit der. Wem sagst du das gerade? Gott? Naja, ich würde jetzt mein Wissen nicht direkt mit ihr so super teilen. Deswegen, ich denke das gerade, dass das... dass ich da ja auch einige Leute vielleicht erkenne. Genau. Und Henry Apple ist dabei? Nee, Henry Apple siehst du nicht. Das sind 3, also 3 Leute, die hast du auch noch nie gesehen. Das heißt, ich habe die nicht gesehen, aber ich gehe stark davon aus, dass sie Teil von den Greyhounds sind. Das kann sein, dass du davon ausgehst. Und was mache ich? Ich gehe mal hin. Also sprichst du noch mit ihr? Sie hat ja gerade was gefragt. Gehen Sie da einmal nachfragen. Ich kann mal ein bisschen probieren, ein bisschen zu schnacken. Also zu. Kann ich. Ja, was? Kann ich ihm noch etwas von meinem Stand mitgeben, so als Gesprächs-, einen Apfel mitgeben? Natürlich, also du kannst was von deinem Stand nehmen. Ja. Aber deine Mitarbeiterin Emily steht ja auch da. Was ist denn, wofür ist denn der Apfel? Ich denke, sie ist so aufgeregt und ich bezahle den später von meinem Geld. Kann ich das? Wie sie überreden? Alles klar. Ja, heute schon ein bisschen, also ist schon ein bisschen, das ist schon komisch. Jetzt nicht so, dass du normalerweise einen Apfel nimmst, aber... Dann gehe ich mal hin und... Zu wem denn? Also gehst du zu dem Captain? Oder willst du, weil die 3 Leute, die du gerade für Greyhounds hältst, die sind weggegangen. Also die gehen quasi in eine Richtung und bewegen sich weg von dem Tatort. Das heißt, denen kann ich jetzt nicht noch hinterher... Du kannst hinterher rennen, doch. Aber die gehen schon schnell einen Schritt. Das ist jetzt nicht so, dass die... Als würden die da dann versuche ich mal, den hinterher zu rennen. Okay, hast du sowas? Ja, doch, das kriegst du aber so hin. Du kannst den hinterherlaufen. Du siehst, dass der Mann, der gerade noch mit Hazel gesprochen hat, auf einmal... los, also jetzt, er sprintet nicht, aber geht schon schnellen Schritte, sonst scheint ein Ziel zu haben. Nur, dass du, genau, das siehst du. Ich hätte eigentlich eher erst gesagt, ich gehe zu Hazel und frage sie, was denn da überhaupt passiert ist. Ich habe mitbekommen, dass da ein großer Aufruhr ist. Okay. Und dass sehr viel Geld du machst also auf den im Weg Munde war. Und du stößt zu Hazel? Ja. Ich sage, dass ich habe selber nichts mitbekommen. Aber vielleicht könntest du ja noch mal zu dem Tatort gehen und schauen, welche Waffe wurde benutzt. Ich habe nichts mitbekommen, aber ich kann meinen Stand jetzt nicht verlassen. Vielleicht kannst du ja noch ein paar Infos herausfinden. Dann würde ich da hingehen, zu dem Tatort. Und wie würdest du da so hingehen? Also beschreib mal so, wie du versuchst aufzutreten. Willst du eher so einfach schnurstracks hin und so machen, oder? Ich würde mir erstmal anschauen, ob die Leute daneben beschäftigt sind, ob sie direkt an der Leiche beschäftigt sind. Und wenn sie, sagen wir mal, die Polizisten sind in einem Gespräch daneben oder interviewen gerade Leute, die umherstehen, würde ich mir die Sekunde nehmen, in der sie gerade unachtsam sind und mir die Leiche angucken. Ja, natürlich also ganz schnell, bin ja auch flink, und würde ganz schnell mal nachschauen, ob ich irgendwas entdecke. Ja, also... neben der Leiche direkt stehen 2 Polizeibeamten, die sind gerade im Gespräch, die haben so einen Zettel in der Hand und schreiben da drauf und unterhalten sich so ein bisschen. Also sie sind jetzt nicht, dass sie die ganze Zeit so auf die Leiche schauen, aber stehen halt mehr oder weniger direkt daneben, vielleicht so einen Meter. Und dann ein bisschen abseits steht der Captain auch mit 2 Beamten und die sind in einem relativ hitzigen Gespräch, also die sind recht abgelenkt. Aber über der Leiche liegt ein weißes Tuch. Ja, also aber dann würde ich an den Marktstand gehen und vielleicht ganz zufällig so eine kleine Pyramide an Äpfeln umschmeißen, Das heißt, dann hast du sowas wie Geschicklichkeit oder irgendwie sowas wie Ablenken? Ich habe nur manipulieren. Taschenspiele habe ich
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur manipulieren. Dann mach einfach mal eine ganz grobe Probe auf Körper, aber um 10 erleichtert. Das ist jetzt nicht so schwer, einfach nur irgendwas umzukippen. Also wirklich so auf deinen Körperwert. Mhm. Das ist 27. Genau, 27. Aber um 10 erleichtert, also sprich 37 in dem Fall. Das ist jetzt nicht so schwer, mal für Unruhe zu sorgen. Mhm. 91. 91. Ja, du bist auch... Ich baue eine Pyramide. Du hast ja nicht so den besten Stand ausgesucht, weil der ist sehr stabil gebaut. Der ist so wirklich so aus neuestem Stahl und die Äpfel liegen da alle wirklich so perfekt. Ja, und du rempelst ihn so einmal an, aber dein kleiner Kinderkörper kann da jetzt nicht so... viel machen und der dahinter steht, steht so ein bulliger Typ, so ein Bauer und so, ist alles in Ordnung? Du bist gerade gegen meinen Stand gelaufen, alles okay? Hast du dich verletzt? Mhm. Ich habe mich nicht verletzt. Okay, alles klar. Wir rennen ganz schnell weiter. Okay. Ich gehe zu den Polizisten, die daneben stehen und frage sie mit meiner ganz lieben Kinderstimme, was denn genau passiert ist. Und ich bin so neugierig. Dann frag mit deiner ganz lieben Kinderstimme. Was ist denn hier passiert, Officer? Ich habe nur mitbekommen, es gibt einen ganz, ganz großen Aufruhr. Was ist denn passiert? Der Commissioner ist leider, dem ist leider was ganz Schlechtes widerfahren. Der ist leider schlafen gegangen. Deswegen, aber warum liegt denn dann ein Tuch über seinem Gesicht, wenn er nur schläft? Weil er... Oh Mann, ich habe keine Kinder, wie mache ich denn das? Und der andere Typ, der hat so eine Brille auf. Der ist tot. Okay, tot. Ja. Darf ich mir das mal angucken? Nein. Warum nicht? Das ist nichts, was ein Kind sehen sollte. Also, kusch, kusch, kusch. Kusch, kusch, kusch. Ich bleib stehen. Kusch, kusch, kusch. Und geh einfach an das Tuch. Nee. Stopp, 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 stopp. Okay, dann mach mal, also er greift jetzt nach dir, mach mal eine Probe auf, hast du sowas wie irgendwas Geschicktes oder so? Das ist ja so ein bisschen wie eine Handbewegung vom vielleicht. Ja, ich habe halt Knoten, aber mehr. Vielleicht irgendwie so Taschendiebstahl würde ich noch gerade so zulassen. Ja, da hätte ich dann nur Taschendiebstahl. Ja, dann würde ich Taschen, aber dann um 10 erschwert, weil das ist nicht wirklich Taschendiebstahl. Ich also weiß, 68. Was 60. Nee, ist es eine 5? 50. Alles klar, 50. Also im letzten Moment kannst du noch gerade so weglupfen, aber dann greift er auch schon deine Hand. Du kannst aber gerade so auf den Commissioner schauen. Mhm. Und du siehst, dass er da liegt, kreidebleich und seine Adern stehen sehr hervor. Also du kannst so seine Adern so am Hals und auch hier so bis zum Kinn ganz gut sehen. Er hat 2 Stichwunden im Hals. Mhm. Mehr kannst du aber schon nicht sehen und dann wird das schon wieder drüber gemacht. Du folgst den 3 Leuten, die recht normal gekleidet, also recht schlicht gekleidet sind. Und die gehen recht schnurstracks zu der Fleischerei und Fisch quasi Abteilung Fleisch und Fisch Teil des Marktes. Ja. Und gehen da relativ schnurstracks auch drauf zu. Du musst jetzt nicht sprinten, aber du musst schon schnell einen Schritt sein, um hinterher zu gehen. Genau, ich denke mir natürlich meinen Teil, dass Du kannst dir deinen Teil denken. Ja, ich laufe den hinterher, versuche jetzt nicht zu sehr aufzufallen, was mit meinem Auftreten aber ein bisschen schwierig ist. Das heißt, ich rempel auch die eine oder andere Person so ein bisschen an. Jetzt spreche ich einen von denen an. Okay, also du willst den quasi, also die sind halt im Rücken zu dir, weil sie gehen ja vor dir. Möchtest du die anfassen oder möchtest du nur rufen, möchtest du irgendwas sagen? Weil die, also wenn jemand quasi von dir weggeht, dann kannst du ja normalerweise einfach so, hallo, wie geht's so, ansprechen, sondern du musst ein bisschen... Das stimmt. Ja, dann laufe ich erstmal hinter denen und probiere so zu hören, ob die irgendwie was darüber sagen. Okay, hast du denn sowas wie Wahrnehmung, hellhörig oder belauschen oder sowas? Leider nicht so richtig. Nein, aber ich kann... Ich spreche sie einfach direkt an. Okay. Ich pack mir einen. Du packst dir einen? Ich pack mir einen. Okay, dann mach eine Probe auf Körper. Oder hast du sowas wie Nahkampf oder Packen oder Boxen oder sowas? Gewichte heben. Ja, nee, mach Körper, aber um 10 erleichtert. Das ist jetzt nicht so schwer, jemanden zu packen, aber muss halt trotzdem auch schon... Okay, das ist 38. Ja. 5. Guck mal, das ist eine 5. Also wirklich echt mit einem sehr guten Griff, so kommt aus der Menge, aus dem Nichts so dein Arm und packt an den Mann an der Schulter. Der hat so kurz geschorene Haare, vielleicht so 2-3 Millimeter, einen dicken Rauschebart und schaut dich so an. Was willst du? Wart ihr das?
Wie waren wir das? Lass mich los! Und schlägt deine Hand weg. Wir waren hier gar nichts. Willst du uns blöd anmachen, hä? Ich will Kopfgeld. Ja, das wollen wir alle. Aber wir kriegen das Kopfgeld, also verpiss dich mal, ja? Wie, ihr bekommt das? Woher? Naja, wir finden raus, wer das war. Komm. Und er schubst sich so weg, also er wird körperlich dir gegenüber. Mhm. Und würde sich jetzt umdrehen, um wieder zu gehen. Ja, dann schüchtere ich ihn jetzt ein. Ja, okay, dann mach mal eine Probe auf Einschüchtern. 39. Das 4. Ist eine 4, das ist ein kritischer Erfolg sogar. Das heißt, du bekommst einmal einen W6 an Glück dazu. Das heißt, du nimmst dir einen Sack, genau diesen dort, würfelst ihn einmal. Guck mal, das ist sogar nur 6. Das heißt, du kriegst noch 6 Glück, kannst du hier einmal draufrechnen und dazu schreiben. Und ja, du. Dann schüchter ihn mal ein. Sag mir, was ihr gesehen habt oder was ihr wisst. Für wen arbeitet ihr? Sonst? Sonst schlitze ich dich auf. Scheiße, wir arbeiten für Henry. Henry Apple von den Greyhounds. Und wir sollen einfach nur das Kopfgeld einsammeln. Also, was heißt sollen? Wir wollten das Kopfgeld einfach einsammeln. Und wir haben gehört, der ist wahrscheinlich hierhin abgehauen. Alles klar, ja, Henry kenne ich. Okay. Dann, wisst ihr denn was? Naja, also, was heißt wissen? Wir haben mit denen gequatscht und wir haben uns ein bisschen umgehört und umgeschaut und hier zwischen den beiden Fleischereien, da ist er vielleicht abgehauen. Alles klar. Aber ey, schlitz mich nicht auf. Ich gebe dir auch einen Anteil. Ich gebe dir 50 Pfund, wenn wir die 1000 bekommen. Alles klar. Okay, und er dreht sich um und geht weg. Du siehst erstmal, wie Jack versucht hat, gegen einen Tisch zu rempeln. Das hat mittelgut funktioniert und wie jetzt bei der Polizei steht und da gerade von der Polizei gepackt wurde. Ja. Und die halten ihn jetzt fest. Ich würde zu ihm gehen. Ich kenne ja Jack schon ein bisschen und habe öfter mal etwas Mitleid mit ihm. Und er ist gerade in meinem Auftrag dahin gegangen. Deswegen würde ich versuchen, den Polizisten zu überreden. Okay. Also du kommst hin und du siehst wirklich, dass der Polizist jetzt den kleinen Jungen so gerade an den Händen packt und so. Was? Lass das Leichentuch in Ruhe, verdammt nochmal! Was soll denn das? Hat dir niemand bei mir beigebracht oder was? Ja? Sie können doch nicht mit dem armen Jungen so reden. Sehen Sie, der hat doch nichts. Ja, aber deswegen geht mir nicht zu Leichen. Dann mach eine Probe auf Überreden. Oder manipulieren, ich weiß nicht, was du jetzt. Überreden. Das ist eine 1. Ja, dann überred ihn mal, dass er das quasi lassen soll. Der arme Junge, ich werde dafür sorgen, dass er nicht mehr hier herumläuft. Ich gebe Acht auf ihn. Alles klar, Sie scheinen ja auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck zu haben und kümmern Sie sich um ihn. So ein Verhalten sollte eigentlich nicht normal natürlich, sein. Natürlich, natürlich. Ja. Alles klar. Das wird nicht wieder vorkommen. Und verlassen Sie am besten den Tatort. Das ist ja alles noch ganz frisch. Hier gibt es nichts zu sehen. Also ja. Und er dreht sich wieder zu seinem Kollegen. Also, schönen Tag noch. Wir drehen uns. Was hast du gesehen? Also, warum willst du wissen, was ich gesehen habe? Was willst du mit der Info anstellen? Ach, Jack, das ist halt einfach interessant. Mhm. Du möchtest das Kopfgeld. Wir wollen alle das Kopfgeld. Was bekomme ich, wenn ich dir sage, was ich gesehen habe? Wir könnten ja zusammen an dem Fall arbeiten. Und wie teilen wir das Kopfgeld auf? Naja, du bist ein Kind, was brauchst du schon für Geld? Ich würde sagen 70-30. Das ist zu wenig. Wenn wir beide daran arbeiten, 50-50. Du brauchst mich und ich brauche dich. Okay. Also, was hast du gesehen? Also, er hat 2 Messerstiche am Hals. Blutig. Brutal wurde zugestochen. Mach mal gerade eine Probe auf Wissen. Auf deinen normalen Wissenswert. 16. 33. Ja, du bist ja nicht ganz sicher, ob es ein Messer war. Dafür hast du es nicht gut genug gesehen. Vielleicht, es waren 2 Wunden am Hals. Mhm. Die sahen ziemlich blutig und sehr tief aus. Aber viel konnte ich nicht sehen. Der Polizist hat mich auch ganz schnell wieder weggerissen, also. Trotzdem danke. Wir werden weiterschauen. Alles klar, du bist also in der Ecke des Marktes, stehst vor den Fleischerständen, hast die jetzt erstmal gehen lassen. Die gehen da in so eine Gasse rein und gehen die Gasse runter und schauen sich da so ein bisschen was an. Aber scheinen jetzt nichts wirklich zu tun. Also die schauen immer mal ein bisschen, suchen so, schauen so in Tür,
so Eingänge quasi rein, scheinen zu suchen, ob sich da vielleicht jemand versteckt, aber du siehst, würdest jetzt nicht einschätzen, dass die so ein richtig krasses Ziel oder Wissen haben. Die haben vielleicht eher nur einen Tipp bekommen. Gut, das heißt, ich würde mich jetzt erstmal wieder zurück zu der netten Dame begeben, die ich kennengelernt habe, weil die schien mir sehr vertrauenswürdig. Mhm. Und würde mal schauen, ob sie vielleicht auf dem Markt noch Sachen aufgeschnappt hat. Dann geh doch zu der netten Dame hin und sprich sie direkt an. Genau. Hey, hast du noch was rausgefunden? Ich war da welchen auf der Spur, aber die konnten mir nicht wirklich weiterhelfen. Ich habe bis jetzt auch nicht viel mitbekommen. Es scheint irgendwie irgendwas am Hals, eine Verletzung sein. Mehr weiß ich leider nicht. Okay, ja. Du stehst auch noch bei Hazel, denke ich mal. Mhm. Ja, also du siehst auch, dass ein Kind, kleiner Junge da steht. Ist das der Junge, der gesucht wurde von der Frau? Nein, das ist jemand anderes. Der war hier so am Rumstreuen. So siehst du mir auch aus. Hast du kein Zuhause? Warum wollen Sie denn wissen, wo ich wohne? Naja. Und warum wollen Sie wissen, was mit der Leiche passiert ist? Ich denke, jeder will hier das Kopfgeld. Und vielleicht habe ich auch Informationen, die uns da weiterhelfen. Welche Informationen? Arbeitet ihr daran? Nein. Nein. Naja. Man will sich ja sicher fühlen. Also, wenn das jetzt einmal passiert ist, woher wissen wir, dass das nicht morgen wieder passiert mit einem von uns? Ja, für mich passt irgendwie alles noch nicht zusammen. Ein kleiner Junge oder ein Mädchen, das gefehlt hat. Ein kleiner Junge war es? Ein kleiner Junge, ja. Von einer Mutter gesucht. Dann waren da drei Männer, die haben auch nach jemandem gesucht, der wohl entwischt ist davon. Die schienen aber auch nicht so richtig den Plan zu haben. Vielleicht kann ich ja versuchen, die Frau zu suchen. Und du schaust, ob irgendjemand von den Kindern auf der Straße dieses andere Kind gefunden hat. Ich weiß leider nur, dass er schwarze Haare hat. Ansonsten kann ich nichts dazu sagen. Ich kann mal nachschauen. Nachfragen. Also aber was ist mit unserer Abmachung? Ja, wenn wir zusammenarbeiten, haben wir vielleicht die größte Chance, dieses Kopfgeld zu bekommen. Das stimmt natürlich. Ja, wir müssen erst mal schauen, wie wir es machen. Ich weiß nicht, wie wir das aufteilen sollen. Na, ganz einfach. Hazel und ich bekommen 80 und du bekommst 20. Dann versucht ihr mal mit Menschen zu reden wie Henry Apple oder so. Woher kennen Sie denn Henry Apple? Mit dem habe ich wenig zu tun, natürlich. Okay, dann gehen wir einfach ein bisschen auf Sie zu. 30, 70. Ich weiß nicht. Wir können erstmal so verharren, wir können das aber ja nochmal nachverhandeln. Das ist ein guter Zwischenpunkt, würde ich sagen. Weil aktuell haben wir ja noch nichts. Na gut. Okay, also ihr, was ist euer Plan? Was wollt ihr jetzt jeweils tun? Was müsst ihr tun, Jack? Ich werde mit meinen anderen Kumpanen aus dem Waisenhaus schauen, ob wir was über das Kind wissen. Okay, also so die sind auch auf dem Marktplatz und streuen da auch so ein bisschen rum, oder? Okay, also Jack macht sich also auf und du machst dann so Spots, wo die normalerweise so rumlungern und vielleicht sich mal so zusammenraufen. Ja. Was bist du? Ich versuche, die Mutter nochmal zu finden, indem ich mit anderen Marktverkäufern spreche, die ich kenne. Okay, also du gehst zurück zu den Marktständen auch quasi. Und du? Ich würde vielleicht überlegen, ob ich Richtung Toms Bahn gehe und höre, ob ich dort noch Dinge aufschnappen kann oder mit Leuten reden kann, die vielleicht... Vielleicht gibt es auch schon genauere Aufträge. Genauere Aufträge? Zum Beispiel, ich habe ja mitbekommen, dass der Henry Apple auch wohl Informationen hat. Vielleicht trifft man den da an. Ach so. Also du weißt, dass Henry Apple schon sehr unwahrscheinlich in der Toms Bahn ist. Okay. Der bleibt schon eher bei sich und unter seinen Leuten. Wenn, dann ist er eher im Dave's Goliath, aber nicht okay, das Toms Bahn ist ja so für alle zugänglich direkt am Marktplatz. Das ist so das ganz normale... Dann habe ich das verwechselt. Ja, soll ich dann dahin gehen? Du sollst gar nichts. Ich meine, du könntest dahin gehen. Da würde ich ja vielleicht am ehesten dann Informationen bekommen. Ja gut, also im Toms Bahn sind halt dafür alle Leute, also auch alle normalen Leute, da kannst du nicht auch... Ich dachte, das wäre so deine Intention, du willst mal so hören, was du die normale Leute... Ja, dann bleibe ich erstmal in der Nähe des Marktplatzes und
genieße ein Bierchen. Okay, also du gehst zu Toms Bar. Jack, du machst dich also auf den Weg und du siehst da auch zwei, also ein Mädchen und einen Jungen von deinen Kindern aus deinem Waisenhaus an so einer Wand stehen und sich so ein bisschen umschauen, ganz unauffällig aussehend. Das ist ein rothaariges Mädchen, die ist so ein Jahr älter als du und spielt immer mit so einer Münze rum, die sie so in den Fingern umherflippt. Und ein Junge, der ist so ein bis zwei Jahre, man weiß nicht genau, wie alt er ist, Jahre jünger als du, aber der hat auf jeden Fall eine kurze Zündschnur. Man weiß, dass der so ein bisschen manchmal austickt und auch schon mal Leute vermöbelt, auch wenn er erst so 11 oder 12 ist. Mhm. Ja, und zu denen kommst du, das sind Marnie. Nein, doch da. Marnie und Albert. Mhm. Und die stehen da. Dann würde ich natürlich erstmal, ich bin ja nicht blöd, ich würde natürlich nicht direkt mit der Frage hervorpreschen. Mhm. Ich würde sie erstmal fragen, wie war euer Erfolg? Habt ihr irgendwas geklauen können auf dem Marktplatz? Denn ihr wisst ja, wir teilen ja immer. Ja, Jack. Also ich habe hier auf jeden Fall was sehr Gutes. Und sie holt so einen kleinen Beutel hervor, der ungefähr so aussieht. Ich habe tatsächlich einen kompletten Geldbeutel, den man abluchsen kann. Und da sind tatsächlich 20 Pfund drin. Die teilen wir schön aufeinander auf. Das bringt uns wahrscheinlich durch die Woche, vielleicht sogar durch den ganzen Monat. Mhm. Und Albert? Ich habe 2, 3 Dietriche und ein paar Schrauben. Mehr kann ich nicht holen, aber vielleicht kann man die ja verticken oder ich weiß auch nicht. Mhm. Sehr, sehr gut. Ich habe ganz viel Brot, ganz viel Wurst und Käse, das können wir uns teilen. Aber habt ihr mitbekommen, was passiert ist? Oh ja, da wurde der Commissioner abgestochen. Dann ist da irgendwie so ein Typ mit so einem Sack weggelaufen. Ja, und habt ihr auch mitbekommen, da ist anscheinend ein kleines Kind weggelaufen. Einer von uns vielleicht. Einer von uns? Also, wir haben gerade eben einmal rumgehört, alle sind noch da, alles fein. Okay. Habt ihr sonst irgendwas mitbekommen, dass ein kleines Kind weggelaufen ist? Also, hier ist auf jeden Fall so eine Frau rumgelaufen, die nach ihrem Sohn gefragt hat, aber ich wusste nicht, ob der weggelaufen ist. Hm, und sonst, nee, also nur dieser Typ, der wohl am Tatort war, der dann abgehauen ist. Mehr habe ich nicht gehört. Hm. Von einem Kind. Wieso? Wieso fragst du? Ach, nur so. Okay. Du bist doch nicht etwa auf das Kopfgeld aus? Nein, natürlich nicht. Nur noch auf Lügen. Habe ich Lügen? Ja, doch, Lügen habe ich. 33. 40. Das kaufe ich dir nicht ab. Du bist auch immer auf der Suche nach dem ganz großen Geld. Übernimm dich da nicht, Jack. Nein, werde ich nicht. Ich will nur ein bisschen gucken. Das sieht mir aber mehr aus als gucken. Also, Bobby hat mir nur gesagt, dass so ein Typ irgendwie hat irgendeinen Hut, Zylinder oder sowas aufgehabt, schwarzer Sack, und der ist wohl abgehauen. Mhm. Aber wohin? Welche Richtung? In Richtung Westen, da zu den ganzen Lebensmitteln, wo Fleisch und Fisch und so ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich war nicht da, ich habe es nur von Bobby gehört. Okay. Vielleicht labert der auch wieder Quatsch. Dann werde ich da hinterher gehen. Alles klar. Aber pass auf dich auf, Jack. Mach ich. Du kommst an den Marktständen an. Ja. Also du bist ja quasi direkt da. Also direkt neben dir ist auch nochmal ein zweiter Gemüsehändler, mit dem du dich ganz okay verstehst. Ihr seid ja mehr oder weniger Konkurrenz. Mhm. Aber ihr bietet nicht genau das Gleiche an. Und auf der anderen Seite fangen dann Milchwaren an. Also das heißt, das ist dann so Käse, selbstgemachter Käse und Milch und so weiter. Okay. Ich würde mich, glaube ich, dazu entscheiden, zwischen den beiden Fleischreihen mal. Okay, also du willst noch ein bisschen weitergehen, wo das Fleisch ist. Ja, ja. Okay. Ja, also da, du gehst also weiter, da ist dann, kommt dann erst nach den Milchprodukten, kommt dann danach. Mhm. Die Fleischsachen da sind, die zwei Fleischereien. Sekunde, das ist einmal Carnfetched. Eine Sekunde, ich muss sie einmal mir auch selber öffnen. Carnfetched Corned Beef? Genau, einmal Carnfetched Corned Beef und Caseps Meat and More. Die sind so direkt nebeneinander, das sind so die besten Fleischereien, auch Bournemouths. Daneben ist noch ein kleiner Stand, der ist aber wirklich so ganz klein, hat irgendwie nur so 3, 4 Geflügel bei sich drauf. Ja, und sonst siehst du die beiden großen, dazwischen so eine kleine Gasse, die nach hinten wegführt. Ja. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich bei den Meistern nicht viel erreichen werde, aber ich hoffe, dass ich auf eine von den Verkäuferinnen treffe, mit denen ich öfter mal tratsche. Ja, also die beiden Meister sind auf jeden Fall immer so sehr, sehr prominent und rufen immer und sagen ihre Angebote und feilschen auch, aber die Verkäuferinnen machen halt hinten quasi alles fertig und geben es dann immer nach vorne, dass die Meister schon so das Außenbild sind, aber alles gemacht und vorbereitet wird von den Helferinnen. Ich würde
Ich habe ja ein paar Schilling mehr dabei, deswegen versuche ich, die zum versuche ich zu feilschen und also zu wohin gehst du denn erstmal? Zu dem Carnfetch Corned Beef. Okay, Carnfetch Corned Beef, da ist der William Carnfetch. Genau, der ist so ein hagerer Mann mit einer Glatze und ohne Bart, so Mitte 60 ungefähr, also schon auf jeden Fall mitgenommen, aber der ist trotzdem immer noch gut dabei, dass er ruft. Also ja, hier, gute Preise, das beste Corned Beef in ganz England. Hier, junge Frau, wollen Sie denn nicht auch was? Ach, Mensch, Hazel, brauchen Sie noch mal Fleisch? Herr William, schön, dich zu treffen. Ja, wenn Sie so sagen, können Sie mir hier von dem so eine Scheibe geben? Und, nur eine Scheibe? Haben Sie nicht so einen Hunger? Ich gebe vielleicht Ihnen 5 für die Familie. Alles klar, 5. Und ich mache Ihnen zum Preis von 4, weil Sie letztes Mal so viel gekauft haben. Das hört sich gut an. Und er nimmt das so und gibt das einer Mitarbeiterin und die fängt an zu schneiden. Haben Sie das gerade eben mitbekommen? Oh ja, diese verdammten Verbrecher. Aber die ziehen uns hier die ganze Kundschaft weg. Also da hat bestimmt hier der Case hat was mit zu tun. Der ist ja ein bisschen... Habe ich auch schon vermutet. Ja, das habe ich mir gedacht. Gib mir doch noch hier so ein bisschen was von... Was haben Sie da? Von den Würstchen? Ja, alles klar, natürlich. Machen wir pro Falschen. Sagen wir mal 8 Stück. 3 Schilling. Mhm, dann... Da werde ich ein bisschen über den Tisch gezogen. Also 8 Stück 3 Schilling. Jetzt wollen Sie aber, dass ich ausgenommen werde. Nee, wir bleiben beim normalen Preis 1 Schilling pro Wurst. Das lassen wir so. Und er gibt die Würste auch seiner Mitarbeiterin, die das so, ja, okay. Und packt das so alles ein und ist so neben ihm am Werkeln. Ja. Haben Sie denn das mitbekommen? Das war ja irgendwas Blutiges. War das wohl jemand, der sich auskannte mit so Schnitten? Ich meine, der Casey. Der, wie der sein Fleisch schneidet, das ist ja sowieso immer so, finde ich ein bisschen unmenschlich. Ich habe auch noch nie von dem gekauft. Ja, das will ich aber auch meinen. Also niemand aus meiner Kundschaft kauft bei dem, das ist ja furchtbar, auch eklig. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nur, dass jemand hier wohl irgendwie langgelaufen ist mit einem Zylinder und irgendwie der sah ein bisschen ominös aus, aber ich habe jetzt auch nicht drauf aufgepasst. Ich muss ja auch hier auf meinen Stand schauen. Ja, okay, dann will ich hier noch ein... Schönen Tag. Ja, alles klar. Wünsche ich Ihnen auch und drehen Sie direkt zur nächsten. Ja, hier, Carnfetched Corned Beef, das beste Corned Beef in ganz England. Und fängt an weiter zu verkaufen. Wie viele Schilling habe ich nochmal ausgegeben? Du hast gerade 8 Schilling und dann hast du dafür nochmal 5, also 4, also sagen wir mal 12 Schilling hast du ausgegeben. Das ist gut. Du wolltest nochmal wo genau hin, Entschuldigung? In Tom's Bar. Genau. Du sitzt in Tom's Bar und hast dir so ein L gegönnt und setzt dich an irgendeinen Tisch, an die Bar oder eher so draußen, dass du so alles im Blick hast. Da ist gerade in der Bar noch ein bisschen leerer wahrscheinlich. Genau, ja. Also es ist so Mittagszeit, das heißt ein paar Leute essen schon Mittag da, das ist jetzt nicht nur eine Bar, da kann man auch... Ich setze mich draußen hin, um ein bisschen den Markt im Blick zu haben. Okay. Zu schauen, ob vielleicht noch was passiert. Ja. Und du willst... Einfach erstmal so alles hin. Ich will gerade erstmal ein bisschen meine Gedanken sacken lassen, hab mir ja ein Bierchen bestellt und ja, würde jetzt mal vielleicht demnächst Leute anquatschen, ob okay, sie also, gehört haben. Ja, also um dich rum sitzen auf jeden Fall, sind auf jeden Fall 2 Tische, die voll besetzen und an einem sitzen nur 2 Leute und unterhalten sich so ein bisschen gediegen. Die haben alle, die meisten haben Wasser oder einen Saft auch, manche haben Ale. Und bei einem stehen auch so ein gemischter Teller mit Brot und so ein paar Dips und sowas. Ja, Dips, aber ja, so Brot und Wurst. Ja, dann würde ich mich mal zu den 2 setzen, die sich da unterhalten. Mhm. Und ja, die weil sind da eben noch Platz ist. Flüstern so ein bisschen. Kann ich mich dazu setzen hier? Also du schaust in 2 Gesichter, vergleichsweise jung, also so Anfang 20 vielleicht. Mhm. Der eine komplett glatt rasiert, der andere hat so einen etwas ungepflegten 3-Tage-Bart, wo auch ungleichmäßig lange Büschel sind. Sind relativ fein angezogen, also feiner als du auf jeden Fall, aber jetzt nicht aus der Oberschicht, würde ich sagen, nehmen aber gute Klamotten. Wir wollten ja eigentlich unter uns bleiben. Was gibt's denn? Ja, habt ihr das gehört auf dem Markt? Was ja, da passiert ist? War ja nicht zu überhören, würde ich mal sagen. Ja, wisst ihr da was? Naja, also dieser Typ mit dieser komischen Tierkralle oder was das war, der ist ja irgendwie abgehauen. Das habe ich jetzt hier so gehört, aber... Der
Tierkralle. Was war das für eine Tierkralle? Ich hab's selber nicht gesehen, das ist, aber das hat man hier so gehört. Okay, dann lasse ich euch mal in Frieden. Ja, alles klar, danke schön. Und schönen Tag noch. Und dreht's direkt wieder weg und die sind so ein bisschen am Tuscheln. Dann setze ich mich einfach an den einsamen Tisch. Und warte erstmal ab. Okay. Jack, du bist von deinen zwei Mitweisen quasi gerade wieder gegangen. Wohin machst du dich auf den Weg? Ich habe überlegt, da ich ja noch sehr jung bin, würde ich zu den Polizisten gehen und die anlügen und denen einen vorgaukeln, dass ich ganz interessiert daran bin, wie es ist, Polizist zu sein, und will fragen, wie sie jetzt vorgehen. Dann mach es. Du kannst es einfach direkt tun. Wird jetzt Also du gehst zu welchen Polizisten? Die bei der Leiche waren, die dich schon kennen, oder die anderen, die bei dem Captain sind? Nee, die bei dem Captain sind, weil die mich schon kennen, die haben ja schon ein negatives Bild von mir. Genau, deswegen gehe ich zu dem anderen. Ja. Du siehst den Captain so leicht verschwitzt und ist so in hitzigen Gesprächen und wischt sich auch immer wieder den Schweiß ab. Und du trittst heran? Ja, genau. Und entschuldigen Sie, Herr Captain. Ich will Sie gar nicht stören. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ich finde das so interessant, was Sie hier alles machen. Das ganze Polizeisachen, die ganzen Verhandlungen, Ermittlungen. Ja. Ich wollte mal fragen, ich möchte auch irgendwann Polizist werden, weil ich bin ja jetzt ein armer Waisenjunge. Ja. Und wie gehen Sie jetzt eigentlich vor in diesem Fall? Willst du ihn irgendwie... Ich will seine Taktik wissen. Okay, alles klar. Du willst wirklich mit ihm sprechen? Ja, okay. Genau. Wir haben ja auch mit dieser Entführung von diesem Kind haben wir auch noch alle Hände voll zu tun. Und dann ist noch dieser Mordfall und dann ist jetzt auch noch der Commissioner gestorben. Also wir sind, und das muss ich auch gerade so ein bisschen besprechen, was jetzt genau unsere Vorgehensweise ist. Kannst du viele Fragen für so einen kleinen Jungen? Das ist perfekt für die Polizei. Wir hoffen jetzt mal auf noch ein paar Tipps, die wir bekommen, dass wir dann den Mörder, Mörder ist vielleicht ein bisschen ein blödes Wort, der böse Mann, also dass wir den finden. Das versuchen wir dann jetzt noch und sonst, wir umfragen ein bisschen umher und gehen den Spuren nach. Aber wen fragen Sie denn da so und welche Spuren haben Sie denn da? Das ist natürlich auch alles ein bisschen, toll, ganz toll, haben Sie vielleicht mal, danke. Nimmt so einen Mint. Ich bin auch ganz beschäftigt. Wir haben Spuren. Wir haben auf jeden Fall Spuren. Ja, aber welche denn? Das kann ich, ist leider hier, ist leider vertraulich. Geh am besten spielen. Wir haben ganz viele Hinweise. Auf jeden Fall. Machen wir eine Probe auf Lügen. Ist 65. Auf? 33. Ja, okay. Geh am besten einfach, wir müssen ja unsere Arbeit machen und ich bin schon sowieso gestresst genug. Ich habe schon genug mit Kindern zu tun. Ich will gar nicht so viel mit Kindern zu tun haben. Also, es tut mir leid. Ganz toller Junge. Und er setzt sich so einmal auf den Stein und atmet nur so tief durch. Und ja, die beiden Beamten stellen sich so ein bisschen vor dich. Für den Captain ist das gerade ein bisschen viel. Aber wir finden den bösen Mann auf jeden Fall. Du musst dir gar keine Sorgen machen. Wir sind hier... Wir geben unser Bestes und das wird schon. Mach dir da mal keine Sorgen. Und wenn du mal groß bist und Polizist, dann findest du auch ganz viele Leute, die böse Sachen machen und sorgst für allerlei gute Dinge in der Welt und bist Freund und Helfer. Und das verlorene Kind? Das verlorene Kind? Oh. Kanntest du den kleinen Tom? Ja. Machen wir noch auf Lügen. 23. Oh. Oh, das tut mir leid. Ja, das war ein Freund von mir. Ich habe jeden Tag mit dem gespielt. Oh nein, also die Edna, sie kam zu uns und, die Frau Smith, Edna Smith, kam zu uns und hat nach ihm gefragt. Und, also ihm geht's bestimmt gut. Mach dir da mal gar keine Sorgen. Er ist bestimmt nur irgendwo anders. Wo spielt er denn sonst? Wo habt ihr denn immer gespielt? Hier an der Brücke. Wir haben immer Fangen gespielt. Okay, dann schauen wir da vielleicht auch noch mal. Die Mutter konnte, die war auch ganz aufgeregt, aber er hatte wohl heute sein gelbes Hemd an. Kann ich eine Probe auf Lügen machen, weil ich ja andere auch beim... Genau, ja, du kannst eine Probe auf Lügen machen, ja. 63. Ich habe 14. Ich dachte, du hattest 33, hast du das eben? Nein, Lügen, ich selber, wenn ich lüge, ist 33 und andere beim Lügen enttarnen ist 63. Ah, okay. Ich habe 14. Ja, der sagt die Wahrheit. Also der scheint, aber der scheint nicht wirklich Informationen zu haben. Aber du glaubst, dass der
Captain sich eben vielleicht angelogen hat, als er meinte, wir haben ganz viele Spuren und sind dem mhm. auf der Schliche. Da bist du nicht ganz sicher, ob das so stimmt oder ob das mehr war, um dich zu beruhigen. Mhm. Ja. Darf ich einen auf hellhörig würfeln? Ja, du bist schon echt weit weg von okay. denen. Du bist gerade. Ich komm, also genau. Ja, du. Also, wir finden den kleinen Tom. Aber der Captain, der hat gerade gesagt, ihr habt ganz, ganz viele Spuren. Ja, also was der Captain für Spuren hat, das ist leider alles. Ist alles unter. Also, können wir leider nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Das ist. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, eine Probe auf Lügen zu machen, weil das. Ja, also dir ist schon klar, dass der gerade versucht, so ein bisschen um den heißen Brei zu reden. Er will nicht sagen, dass sie keine Hinweise haben, aber will auch nicht sagen, dass sie Hinweise haben, weil er dich wahrscheinlich vielleicht einfach nicht anrufen will. Mhm. Aber vielen Dank für deine Sorge und wenn du irgendwelche Infos hast über Tom, dann komm einfach zu uns. Wir sind natürlich im Polizeipräsidium. Ja. Alles klar, dann schönen Tag noch. Ja, du stehst vor Con, vor der Fleischerei. Ja. Und ja, schaust dir die beiden Fleischereien so an und dazwischen diese kleine Straße, die wegführt. Ich hatte überlegt, ob ich mich Richtung Ledridge auf dem Weg mache. Mhm. Also ich habe, dort gibt es ja Bauernhöfe und die Fabriken, wo diese zwei Welten aufeinandertreffen. Und ich habe das Gefühl, dass durch meine Arbeit in beiden Welten ich da gut dazwischen stehe und mich umhören kann. Oder dass ich mich halt auf dem Weg nochmal zu den Polizisten mache, weil ich gemerkt habe, dass der eine krank wirkt, also mit dem Schweiß, und dass ich schaue, ob man dem helfen kann. Mhm. Also als du da so vor dem drüber nachdenkst, was du tun sollst und bei den Fleischereien stehst, lässt du deinen Blick so ein bisschen schweifen und du siehst, dass in der Gasse zwischen den beiden Fleischereien, da sind ganz viele Kisten gestellt, also die nutzen das so ein bisschen als ihre Lagerkapazitäten während des Marktes, dass da hinten in der Gasse jemand sitzt. Der hat einen Hut auf, mehr kannst du jetzt nicht erkennen, aber der sitzt da und den siehst du. Ich würde eine Probe auf Verstecken machen und schauen, ob ich mich an ihn heranschleichen kann. Dann mach nochmal eine Probe auf Verstecken. Ich eine 85, aber ich habe eine 86. Oh, also verstecke ich mich schlecht, aber. Genau, du schaffst es noch gerade so. Das ist halt auch, die Kisten sind jetzt nicht perfekt gestapelt, die haben auch teilweise so Rillen, deswegen ist es nicht so leicht, aber du kannst dich so dahinter klemmen und du siehst, dass da ein Mann sitzt mit so einem, der Deckel seines Zylinders ist quasi reingebrochen, sieht ganz runtergekommen aus, hat einen fetten Rauschebart und hat so eine kleine Tasse in der Hand. Du würdest denken, dass es vielleicht ein Bettler ist, der da sitzt. Mhm. Der da hinten in dieser Gasse sitzt und vielleicht auch immer wieder was von Fleisch, das ist jetzt schwer zu sagen, aber ja, der sitzt da. Ich versuche, da ein Gespräch zu starten. Also du gehst auf ihn zu? Ich gehe auf ihn zu. Ja. Ah, junge Dame, haben Sie vielleicht einen Pfund für die Arme? Ein Pfund. Vielleicht auch ein Schilling. Ich gebe Ihnen einen Schilling. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Und er schaut so da rein, nimmt das direkt raus und steckt das in so eine Tasche. Er hat ein Monokel ohne Glas im Auge und die Kette davon führt so in sein Bad und ist da so reingestopft. Im Bad ist auch ganz viel Essen und er ist schon was älter, wahrscheinlich so 50, 60. Vielleicht war er im Krieg und ist danach nicht mehr so gut zurückgekommen. Hält sich auch immer wieder so sein Bein und sonst sitzt er da und hat so ein Frack, das ein bisschen zu groß ist und auch schon echt runtergekommen. Aber eigentlich ein recht feines Kleidungsstück ist, nur sehr heruntergekommen. Wie kann es sein, dass gerade Sie hier in dieser Gasse sitzen? Ach, Sie wissen doch, der Krieg, der hat ganz schön viel mit uns allen gemacht. Und als ich wieder zurückkam, bin ich halt hier gelandet, wie es halt so ist. Und geht's Ihnen gut? Kann man Ihnen helfen? Ach, über einen Schilling würde ich mich immer freuen, junge Frau. Kann man Ihnen vielleicht noch irgendwas anderes Gutes tun? Ach, Essen, über Essen freue ich mich natürlich auch immer. Dann komme ich vielleicht später nochmal vorbei. Das ist aber ein interessanter Hut, den Sie da aufhaben. Dankeschön. Wo haben Sie den denn her? Den habe ich hier, habe ich irgendwo rumliegen sehen. Den habe ich aber schon seit Jahren. Finden Sie den wirklich schön? Dankeschön. Ja, doch. Oh. Ist immer schön, von einer jungen Frau ein Kompliment zu bekommen. Ja, du sitzt in Toms Bahn.
Du warst wieder auf dem Weg zurück, habe ich jetzt. Ja. Wo warst du jetzt gerade? Ich war in der Gasse zwischen den beiden Metzgereien oder mit Metzgerständen und bin da zu dieser Person gegangen. Mhm. Ich sitze ja da draußen und ich habe jetzt überlegt, dass ich mal ein bisschen schaue, ob ich irgendwie Leute sehe, die ich zumindest aus dem Milieu irgendwie so ein bisschen kenne, ein bisschen Leute, die vielleicht verdächtig aussehen könnten oder irgendwie energisch über etwas diskutieren. Also es hat sich mittlerweile tatsächlich schon wieder sehr beruhigt. Also der Markt ist wieder so ein bisschen in den Modus davor gegangen. Es scheint sich jetzt nicht mehr so viel dafür zu interessieren. Es gibt immer mal wieder Gaffer, die da hinschauen, aber sonst ist wieder alles mehr oder weniger normal geworden. Du schnappst halt hier und da immer wieder was auf, dass die Leute darüber reden, aber du kriegst ja jetzt nicht so wirklich Infos raus. Es passiert gerade nichts mehr, dass ich neue Informationen bekomme. Dann würde ich mich auf die Suche wieder nach den beiden begeben, um herauszufinden, ob die noch neue Informationen haben. Okay. Also du würdest ja dann quasi zu ihrem Stand wieder zurückgehen? Ich würde zu ihrem Jack, Stand zurückgehen. Du hast jetzt gerade mit den Polizeibeamten gesprochen. Ich bin ja noch in der Nähe und dann würde ich da auch zurückgehen. Okay. Also ihr trefft euch alle wieder an eurem Marktstand, oder an deinem Marktstand quasi kurz davor. Und ja, ihr könnt natürlich mal eure Informationen so austauschen, was ihr so alles gesammelt habt. Ich habe erfahren, dass es ein Mann weggelaufen ist mit einem Hut. Ja, so was habe ich auch aufgeschnappt. Aber ich habe vor allem von den dreien, die auch schnell weggelaufen sind, auch mitbekommen, dass wohl die im Auftrag von Henry Apple da das Kopfgeld finden sollten. Ich hab's aber nur um das mal kurz klarzustellen, die haben gesagt, dass sie das nicht im Auftrag, also dass Henry Apple denen das nicht wirklich sagt, sondern sie das eher aus eigenem Antrieb gemacht haben. Ach so, okay, ja, das habe ich. Da kann vielleicht was. Dann, okay, die sind wohl von Henry Apple, die machen das aber auch in Eigenarbeit. Mhm. Die waren wohl gerade auf dem Markt. Aber was die dort zu tun hatten, haben sie mir nicht verraten. Okay. Ich habe nur mitbekommen, dass die Polizei anscheinend schon ein paar Spuren hatte, wollte mir aber leider nichts verraten. Vielleicht, weil ich zu jung bin, weil ich ein Kind bin, vielleicht brauche ich da eure Hilfe, um da mehr zu erfahren. Und ansonsten, was haben deine Freunde erzählt? Die wissen leider gar nichts, die haben nichts gesehen. Das Kind ist anscheinend von einer Frau Edna Smith, aber mehr weiß ich leider auch nicht. Mhm. Das heißt, das Kind ist auch nicht aufgetaucht? Nein. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Mord, eine Frau, die ihr Kind sucht, ein vermisstes Kind und wissen nichts über Kopfgeld. Und ein großes Kopfgeld. Aber wir wissen nur, dass es ein Mann mit Zylinder war. Und? Nein, das habe ich ja gar nicht gehört. Wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Habe ich mir leider aufgeschrieben, aber das weiß ich ja gar nicht. Du hast auch noch eine Info über den Mann bekommen. Der weggelaufen ist. Dass er. Verheimlichst uns doch was. Hab ich eine Info bekommen? Du hast doch ja noch nach der Info gefragt. Er tut doch etwas an seinem Körper. Es hing irgendwie ein Fuchs. Eine Wolfsklaue? Nee, das wurde nicht. Es wurde nur gesagt, irgendeine Tierkralle. Eine Tierkralle hing wohl an seinem Gürtel. Wo genau von den Tierkralle und ein Zylinder. Das hört sich. Nach einem reichen Mann an. Stimmt. Eine Tierkralle. Wer trägt denn eine Tierkralle an sich? Jäger vielleicht? Ich weiß nicht, kennst du da vielleicht irgendwelche Fleischer, die regelmäßig von Jägern was beziehen? Ja, mit denen könnte ich sprechen. Aber ich war schon bei dem Metzger und er schien keine Informationen zu haben. Er war sehr kurz gebunden und das Einzige, was er mal wieder meint, ist, dass sein Konkurrent an allem schuld ist, aber darauf kann man nicht viel geben. Okay. Gut, dann. Weil die drei Männer, die sind auch schnurstracks Richtung den Metzgereien gelaufen und meinten, dass wohl eine Person wohl zwischen den Metzgereien und den Fischereien irgendwie entkommen sein könnte. Weiß jemand, welches Viertel hinter dieser ominösen Gasse beginnt? Ja, also wenn man die Gasse quasi immer weiter läuft, dann kommt man irgendwann an die unteren Docks. Okay.
So, das ist noch nicht ganz, also offiziell noch nicht ganz Little Creek, aber man kommt auf jeden Fall dann quasi an den Anfang der unteren Docks. Ich bin dort manchmal zum Handeln, aber ich fühle mich da sehr unwohl in den unteren Docks. Da sind allerlei Personen, die mir nicht sehr wohlgesonnen scheinen. Ich würde da nicht gerne alleine hingehen. Ich kenne mich da etwas aus. Ich bin dort etwas öfter in den in der Downwards Alley, ne? Wie man sie hier sagt. Und ich könnte dich da begleiten. Ich kenne die Leute da, ich kann Leute dort einschüchtern und ich bin auch bekannt dafür, dass ich nicht gerade immer nett bin. Ich kenne mich in den unteren Docks perfekt aus und in Little Creek natürlich auch. Mhm. Und ich kenne da eine Person namens Big Bob und das ist ein, müsst ihr wahrscheinlich wissen, ein ziemlich großes Tier in der Drogenszene. Mhm. Aber damit habe ich nichts am Hut. Wir verstehen uns sehr gut mit dem, wir weisen Kinder. Vielleicht könnte ich mal mit dem reden. Wie viel Uhr haben wir es denn gerade? Was sagt der Sonnenstand? Mittag, es ist so mittags, okay. Mittagszeit. Also das war das Vorfall ist so, war so später Nachmittag, später Vormittag, also vorgefallen ist der Mord. Ja. Und jetzt ist es gerade so um die Mittagszeit. Ja. Also wenn wir es noch bevor es dämmert, dahin schaffen, würde ich mitkommen, ansonsten traue ich mich das nicht. Ja, liebe Frau, ich kann Sie da gerne an die Hand nehmen. Wir beschützen dich. Das heißt, ihr macht euch nochmal auf den Weg, ihr wollt quasi durch diese Gasse dann Richtung Dings gehen. Okay. Genau. Ihr macht euch also auf den Weg zu der Gasse zwischen den beiden Metzgereien. Und was ihr in dieser Gasse noch so weiter erlebt, das sehen wir beim nächsten Mal. In der nächsten Folge schaltet nächste Woche auch gerne wieder ein, wenn es mit Burnmouth's Remedy Bunch weitergeht. Und der Fall hoffentlich, oder die beiden Fälle hoffentlich, gelöst werden und vielleicht noch zusammenfinden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.